Moin, Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben wieder einen wunderschönen neuen Trecker am Start. Ja, und das Ganze gucken wir uns jetzt hier mal an. 9006A. Ja. Torpedo. Das gute Stück. Haben wir jetzt hier im Moment noch in Rot. So, wir haben 90 PS am Start, wir haben 130 Liter Tankvolumen und eine Spitzengeschwindigkeit von 36 km/h. Dann können wir hier die Farben wechseln, wir können den Rot, Schwarz und verschiedene Grüntöne auswählen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus hier im Shop. Weiß können wir auch noch. Macht auch was her. Ich denke mal, wir nehmen einfach das mittlere Grün. Ich denke, das passt am besten dazu. So, dann haben wir Spezifikationen im Frontbereich, wie hier an den Blechen. So, wir fangen dann mal an. Wir haben einmal das Gewicht vorne. Das Zusatzgewicht ist schon mal relativ angenehm, wenn es dabei ist. Dann haben wir einmal das Zusatzgewicht mit der Anhängerkupplung vorne. Dann haben wir voll die Fronthydraulik noch, wie man sehen kann. Die ist ein bisschen groß geraten bei dem Trecker, muss man ganz ehrlich sagen. Das passt nicht ganz. So, wenn man dann hier genau hinguckt, da hat sich ein bisschen was geändert jetzt. Die Motorhaube und die Seitenbleche und die Kühlerfront mit den Lampen hat ein neues Design bekommen. Ja, hier haben wir dann auch quasi wieder einmal die Anhängerkupplung vorne, dann einmal wieder das Gewicht. Dann das Gewicht mit der Anhängerkupplung und dann zusätzlich nochmal die Fronthydraulik. So, das Ganze können wir dann noch abrunden mit unseren Reifenvarianten. Da haben wir einmal die Pflegereifen. Wir können sie einmal so angucken. Dann sieht man so den dicken Unterschied zu den normalen Reifen und dann die Breitreifen. Das Ganze sieht dann seitlich so aus. Wunderbar. So, im Leasing kostet uns das gute Gerät 765 Euro und im Gesamtpreis 15.000 Euro. Ja, hier wäre dann auch das gleiche nochmal. Wäre dann auch schön, wenn man das Teil hier nochmal in alt hätte. Mit der schönen Kurbel dran. Und das Ganze werden wir uns jetzt einfach mal auf dem Shop hier angucken. Hier stehen nämlich schon ein paar von den guten Geräten rum. Hier haben wir jetzt das zweite Design, was wir uns ja eben angeguckt haben. Ihr seht schon, das sieht nicht ganz so schick aus. Also für meinen Geschmack, das muss natürlich jeder für sich selber bewerten. Aber ich finde halt das andere Design etwas schöner. So, ja, dann haben wir dann einmal hier die Gewichte. Hier haben wir dann einmal die Anhängerkupplung vorne und dann einmal mit der Fronthydraulik. Ihr seht schon, das ist relativ groß, das Teil hier vorne. Da wird es halt besser sein, wenn man den Standard nimmt. Ja, hinten haben wir Kennzeichen. Ja, da ist ein A drauf oder mehrere A's. Ansonsten ändert sich da im Endeffekt hinten nichts. So, dann würde ich sagen, Stück auf Seite, stellen wir mal ein ins gute Stück. Ja, ich würde sagen, soundtechnisch gesehen, ja, bleibt das gleiche. Man kann aber hier unten in der Mitte, wenn ihr hier so runter guckt, könnt ihr die Antriebswelle so ein bisschen sehen. Da läuft die schön rund. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Vorne dann auch nochmal. Das ist schon cool. Ja, ist ein bisschen kurvenlastig. Ihr seht das schon, er geht dann schon so ein bisschen in den Kippmodus. Aber das muss man halt dann mal austesten. So, von innen dann ja, anzeigen. Ja, sieht man nicht viel. Ja, sind halt damals noch ein paar Schalter, ne? Gangschaltung noch in der Mitte und dann ging es schon los. Ja, gucken wir mal das Licht an. Das funktioniert auch wunderbar. Schön. Bremse funktioniert auch.
Ja. So, beim Ausgehen hört er sich auch noch mal richtig cool an. Ja, ich würde sagen, runterladen, Spaß haben, ne? Däumchen da lassen, Abo da lassen. Und dann viel Spaß und in diesem Sinne ab in die Rinne. Macht's gut. Reingehauen.